Assalamu alaikum, meine Lieben. Ich begrüße euch hier wieder zu einem Tutorial. Es ist wieder soweit. Viele Anfragen habe ich bekommen zu diesem Abaya-Modell und dazu zeige ich euch jetzt die Zuschnitte und wie alles zusammengefügt wird. Ihr legt euch nun euren Stoff. Am besten ist es immer Jersey-Stoff zu benutzen oder Stoff, der viel Elastan beinhaltet. Längs zur Mitte hin, den faltet ihr mittig geradezu hin, dann nochmal mittig, sodass wir vier Stofflagen haben. Und nehmt euch am besten ein T-Shirt, was ein bisschen breiter sitzt, zur Vorlage für den Halsausschnitt und den oberen Armausschnitt. Jetzt habt ihr euch den Armausschnitt und den Halsausschnitt markiert. Die Linie verläuft unter dem Armausschnitt nach außen hin gerade verlaufend. Wenn ihr die Markierungen nachschneidet, dann habt ihr zwei Teile, das heißt das Vorder- und Rückenteil. Beim Vorderteil ist es so, dass wir den Halsausschnitt nochmal ausbessern und den noch etwas weiter ausschneiden. Jetzt nehmt ihr euch nochmal einen Stoff, den ihr längst zur Mitte faltet und misst dann die Breite, die dadurch entsteht. Die überträgt ihr auch in der Länge des Stoffes. Das heißt, beide Seiten sind gleich lang, sowohl vorne als auch hinten, also die geschlossene Seite und die offene Seite. Dann nehmt ihr euch nochmal das Vorderteil oder das Hinterteil und markiert euch den Halsausschnitt auf den Stoff. Dieser Markierung nachschneiden und dann die Länge nach, bei mir waren es um die 62 cm, mit dem Maßband entlang den Stoff führend die Markierungen setzen, sodass ein runder Kreis entsteht. Von diesen Teilen brauchen wir zwei Stück. Das heißt, wir legen uns den Stoff nochmal hin und kopieren uns das erste zugeschnittene Teil, sodass wir zwei identische Teile erhalten. Das ist der Umhang, der dann für das Vorder- und das Rückenteil ist. أبدا بذكر الله وصلي على الزين اللي جمع خلقه وحد هواه حملي ثقيل ما تشيله بعرين ولا تشيل. Nun braucht das Kleid natürlich auch Ärmel und dazu falten wir uns den Stoff wieder vierlagig, nehmen uns wieder das Oberteil zur Hilfe, damit der Armausschnitt passt und markieren uns das alles auf den Stoff und schneiden uns so die Ärmel zu. Korrigieren tun wir die Ärmel auch nochmal, markieren uns dann nochmal das vorder- und rückwärtige Teil des Ärmels, sodass wir keine Fehler machen. Das Ganze sollte dann so aussehen. Jetzt nehmen wir uns den Umhang, das heißt die vorder- und rückwärtige Seite des Umhangs und verschließen die Seitennähte. Ich mache das hier mit einer Overlock. Wer keine hat, kann es auch mit einer normalen Maschine machen. جبال سود صفها محد عناها أمها وقلبي. Das Ganze sieht dann jetzt etwa so aus. Jetzt können wir auch schon die Schulternähte der Abaya zusammennähen. Wenn beide Schultern vernäht sind, dann können wir auch schon anfangen, die Ärmel an die Abaya zu nähen.
Das Ganze sollte jetzt so aussehen und jetzt können wir auch schon die Seitennähte verschließen. Dazu fangen wir am unteren Ärmel an, runter bis nach unten hin zum Saum. Wie gesagt, wer keine Overlock hat, der kann das mit einer ganz normalen Nähmaschine machen, die Seitennähte verschließen mit einem elastischen Stich oder einem Zickzackstich. Das spielt keine Rolle, da ja der Stoff Elastan enthält und die Nähte dehnbar sein müssen. Nachdem wir nun die Abaya an den Seiten geschlossen haben, nehmen wir uns den Halsausschnitt vor. Dazu markieren wir uns die Mitte des vorderen und hinteren Halsausschnitts, am besten mit einer Schere einen leichten Schnips hineinschneiden. Auch beim Umhang wird der Halsausschnitt markiert. Das gleiche Verfahren wie bei der Abaya, mit der Schere einfach einschneiden. Jetzt wird der Umhang über die Abaya rübergezogen, wobei beide Nähte von der Abaya und auch von dem Umhang nach außen schauen. Das heißt, beide Stoffe liegen links auf links und werden jetzt am Halsausschnitt zusammengenäht. Das Ganze sieht jetzt gewendet so etwa aus. Jetzt wird nochmal der Halsausschnitt, wenn beide schönen Seiten nach außen schauen, knappkantig mit einem geraden Stich vernäht. Das schaut etwa so aus. Jetzt nehme ich mir zwei Bahnen, die 10 cm breit sind und vernähe die knappkantig mit einem Geradstich, der auf der höchsten Stufe steht, um diesen Stoff dann zu riffeln, damit er unten an dem Saum der Abaya passt. Das schaut so aus und jetzt werden die Bahnen an das Abaya-Kleid vernäht. Zum Schluss vernähen wir nur noch alle Säume schön und dann ist die Abaya fertig. Die fertige Abaya sollte nun so ausschauen. Ihr habt ein neues Modell nun euch fertig genäht. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ich konnte euch etwas helfen und es auch verständlich erklären. Ihr könnt mir einen Kommentar hinterlassen, einen Daumen hoch, ihr könnt es abonnieren. Und ich sage bis zum nächsten Mal und wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu. المرأة بعامها ويعوضها بجنات نعيم وبساتين.